Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Brüder und Schwestern im Herrn, ganz herzlich darf ich Sie alle zu diesem Gottesdienst am heutigen 25. Sonntag im Jahreskreis aus dem Stift Stams in Tirol begrüßen und willkommen heißen. Dieser Gruß gilt euch allen hier in der Basilika, die ihr gekommen seid, dass wir gemeinsam das Jubiläum 750 Jahre Stift Stams feiern. Unser Motto ist ja, gemeinsam begegnen aus dem Glauben. So begrüße ich besonders alle aus den Pfarren, die wir Zisterzienser betreuen, Stams, Mütz und Obsteig, sowie aus den umliegenden Gemeinden und auch aus den Schulen. Ich begrüße aber auch euch alle, die über KTV und Radio Maria mit uns verbunden seid. Gemeinsam danken wir Gott für das Gute, das hier an der Wallfahrtsstätte Johannes des Täufers vor über 700 Jahren begonnen hat und heute noch immer lebendig ist. In dieser langen Zeit hat es Jahre der Blüte gegeben, aber auch Wüstenjahre, Rückschläge und Brüche. Der Weg hat aber nie in eine Sackgasse geführt. Es hat immer wieder Neuaufbrüche gegeben. Der Herr hat nie aufgehört, immer wieder Menschen anzuwerben für den Dienst in seinem Weinberg. Und sie haben seinen Ruf gehört und haben danach verlangt, dass Christus durch ihr Beten und Arbeiten verherrlicht werde. Und es waren immer Menschen da, die sie in ihrem Tun unterstützt, begleitet und gefördert haben. Und so gilt auch heute an diesem festlichen Tag unser Vorsatz: Herr, ich will dich preisen Tag für Tag und deinen Namen loben immer und ewig. Heute tun wir das in diesem feierlichen Gottesdienst mit der eigens für diesen Anlass von unserem Stiftsorganisten Elias Braxmarer komponierten Stamser Jubiläumsmesse mit Bläser, Chor, Orgel und Gesang. Am Beginn wollen wir uns nun sammeln, uns einstimmen auf das göttliche Wort des Herrn und auf die Feier des Heiligen Sakraments. Denn der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahen, allen, die zu ihm aufrichtig rufen. So bitten wir den Herrn im Kyrie um sein Erbarmen.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Im Gloria preisen wir die Größe Gottes. Wir preisen sein Heilswirken an uns Menschen. Gloria in excelsis Deo.
Lasset uns beten. Allmächtiger, gütiger Gott, in großer Freude feiern wir den Gedenktag der Gründung unseres Klosters. So wie du einst das Werk der Entstehung gesegnet hast, so segne auch heute unser Wirken und Beten, indem wir dieses große Erbe deiner Gnade durch diese Zeit tragen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Sucht den Herrn, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah. Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm und zu unserem Gott. Denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Schwestern und Brüder, ich erwarte und hoffe, dass Christus verherrlicht werden wird in meinem Leibe, ob ich lebe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll, bedeutet das für mich fruchtbares Wirken. Was soll ich wählen? Ich weiß es nicht. Bedrängt werde ich von beiden Seiten. Ich habe das Verlangen, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Um wie viel besser wäre das? Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Vor allem lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium Christi entspricht. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder hinaus und sah andere auf dem Markt stehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder hinaus und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, traf er wieder einige, die dort standen. Er sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten kamen, glaubten sie, mehr zu bekommen.
aber auch sie erhielten einen Denar. Als sie ihn erhielten, murrten sie über den Gutsherrn und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben die Last des Tages und die Hitze ertragen. Da erwiderte einen von ihnen: Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? So werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los. Brüder und Schwestern im Herrn, hier in der Kirche und an den Rundfunkgeräten. Es ist heute ein schöner Tag, an dem wir an diesem geistlich so geprägten Ort in froher Gemeinschaft versammelt sein dürfen und am Beginn des heutigen Festtages in dieser heiligen Feier Gott zu preisen und ihm zu danken für alles, was in den 750 Jahren hier an Gutem gewachsen und geschehen ist. Wir haben eingangs gesungen: Auf Zion hoch gegründet steht Gottes heilige Stadt, dass sie der Welt verkündet, was Gott gesprochen hat. Unser Stift ist schon von Weitem gut sichtbar. Und die markanten Türme erinnern daran, dass es sich hier nicht um einen weltlichen Palast handelt, sondern dass dieses große Gebäude gleichsam Gottes Zelt auf Erden ist, wo wir ihm begegnen können. Es spannt sich ein weiter Bogen vom Jahr 1273, da die ersten Zisterzienser aus Kaisheim kommend hier in Stams eingetroffen sind, bisher zum heutigen Tag, an dem wir auf 750 Jahre des Bestehens zurückblicken dürfen. Damals im März 1273 haben sich 17 Patres und Brüder mit ihren Fuhrwerken in Kaisheim auf den Weg gemacht, um über zum Teil unwegsames Gebiet hier in das Tiroler Oberland aufzubrechen, um der Einladung des Landesfürsten Meinhard II. Und seiner Gattin Elisabeth zu entsprechen, hier an der Wallfahrt Johannes des Täufers eine neue Zisterzienserniederlassung zu gründen. Es war damals die Zeit des Frühlings und sie streuten reichen Samen der christlichen Botschaft in das Stamser Erdreich. Samen, der gute Frucht bringen sollte über die Jahrhunderte. Der Grund für die Stiftung des Klosters durch den Landesfürsten war ein dreifacher. Zum einen sollte es Gedächtnis für den jungen Konradin sein, den letzten der Staufer, der in jugendlichen Jahren nach der verlorenen Schlacht von Tagliacozzo in Neapel enthauptet worden war. Zum anderen wollte Meinhard II. Hier in Stams
die Grablege für die Tiroler Landesfürsten errichten. Und zum Dritten sollte es auf jeden Fall ein geistlicher Ort sein, ein Ort des Gebetes, des klösterlichen Lebens und der Bildung. Diese drei Intentionen bilden gleichsam das Programm für Stams: Jugend, Geschichte und Religion. Der junge Konradin ist hier lebendig in den vielen jungen Menschen, die hier in Stams ihre Ausbildung erfahren, hier zur Schule gehen und hier ihre Sturm- und Drangzeit erleben. Er ist lebendig in den jungen Menschen, die nach dem rechten Weg in ihrem Leben suchen und dann und wann auch einmal über das Ziel hinausschießen, um letztlich dann doch einen guten und erfüllten Lebensweg zu gehen. So freut es mich, dass in diesem Stift zeitgemäße Bildungseinrichtungen vielen jungen Menschen Raum des Reifens und der Entfaltung geben. Meinhard II. War ein sehr tatenfroher Mensch, weitsichtig und reformfreudig. Sein Geist ist hier lebendig in der geschichtlichen Prägung des Ortes, aber auch in seiner Dynamik und Offenheit für neue Herausforderungen und Erfordernisse der Zeit. Man kann sagen, in Stams sind die alltäglichen Aktivitäten eingetaucht, indem sich durch die Jahrhunderte schlängelnden, ruhigen, aber kraftvollen Strom der Geschichte, die unser Land bewegt hat. In Treue haben die Mönche die Intentionen der Gründer lebendig gehalten. Und in Treue wollen auch wir heute unseren Dienst tun. Die Treue bringt Beständigkeit. Sie bringt Stabilität und Verlässlichkeit in unser Leben. Bei treuen Menschen fühlen wir uns geborgen. Aber gerade das ist oft die große Versuchung. Ausbrechen aus dem täglichen Einerlei. Einmal gegebene Versprechen zu fliehen und in einem heillosen Gefüge von Unverbindlichkeiten unsere Freiheiten auszukosten. Und trotzdem stellt der Mensch fest, nicht das Unverbindliche sich treiben lassen gibt dem Menschen Erfüllung, sondern das Gebundensein, das für jemanden Dasein, die Treue zum gegebenen Wort und zu übernommenen Auftrag. Jesus sagt einmal: Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Nur wenn ihr in mir bleibt, könnt ihr Frucht bringen, wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. So könnt ihr auch hier keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und Jesus fügt hinzu: Bleibt in meiner Liebe. Viele Menschen meinen oft, die Brüder und Schwestern im Kloster seien schon entrückt, haben schon abgehoben, denn es sind gleichsam schon die Flügel gewachsen, sie schweben bereits über den Wolken. Aber auch das Leben im Kloster ist an jedem Tag immer wieder Ort der Bewährung, wo man wieder eingeholt wird vom Alltag mit seinen Problemen und Sorgen. Wir alle wissen, zu unserem Leben gehören nicht nur die spannenden Momente und das charismatische Erleben. Zu unserem Leben gehört auch die Bewältigung des Alltags. Das oft lähmende Gefangensein in unseren Gewohnheiten. Zu unserem Leben gehört auch das Ausharren in den täglichen Verpflichtungen. Ein langes Ausharren in Treue zum oft faden Alltag, zum oft schwierigen Ehepartner, zu den oft fordernden Kindern. Das alles macht das Leben reich und wertvoll
Und wir denken daran, es ist oft leichter, eine Minute lang ein strahlender Held zu sein, als in Stille und Ausdauer die Verpflichtungen des Alltags zu erledigen. Entscheidend dabei ist es, nicht zu verbittern und nicht abzustumpfen. Und so vertrauen wir uns im Kloster und auch im Kloster der strömenden Kraft des ewigen Gottes an, der uns durch den Strom der Zeiten trägt und uns die Kraft gibt, unserer eigenen Berufung, ganz persönlichen Berufung treu zu bleiben, indem wir uns tragen lassen von der Kraft des großen Stromes unseres Lebensflusses, der uns verweist auf das Göttliche in uns allen. Denn erst wenn der Mensch weiß, ich bin zwar geboren, um das heute und morgen zu gestalten, aber meine Erfüllung finde ich nur dann, wenn ich mich dem übereigne, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieses Kloster war über den Wechsel der Jahrhunderte immer ein Ort des Lebens. Nicht notwendigerweise ein lauter Ort. Oft gedeihen gerade an Stellen, die still sind, an den stillen Orten die edelsten Pflanzen und die schönsten Blumen. Man muss sich oft erst durchkämpfen, um sie aufzuspüren. Aber wenn man das getan hat, dann freut man sich über die reiche Blütenkraft und geht bereichert von dannen. Wir danken in diesem Gottesdienst für alle, die mitgeholfen haben, diesen Ort zu erhalten, in seiner Substanz zu festigen und weiterhin ein geistliches und geistiges Zentrum mit viel Ausstrahlungskraft gerade auch für junge Menschen sein zu lassen. 750 Jahre Kloster Stams. Es ist ein langer Weg. Ein langer Weg, auf dem einander Jahre der Blüte und Zeiten der Wüste abgewechselt haben. Aber es ist immer wieder weitergegangen. So wie es auch in jedem persönlichen Leben ist. Ich glaube, wir kennen das. Jeder von uns und jede weiß es aus dem eigenen Leben. Es ist ein Auf und Ab. Nach oft schweren Zeiten hat es immer wieder Neuanfänge, Neuaufbrüche gegeben. Immer getragen von der Zusage Gottes, meine Kraft geht alle Wege mit. Und so bitten wir auch heute, zeige mir, Herr, deine Wege. Lehre mich deine Pfade. Führe mich in deiner Treue, denn du bist der Gott meines Heils. Amen. Miteinander wollen wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir beten voll Vertrauen zu Gott, der uns durch seinen Sohn Jesus Christus zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander beruft. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten heute für alle Pfarreien und Vereine, die von unserem Kloster aus betreut werden und die im Einzugsgebiet unserer Abtei liegen. Für alle, die in unseren Gemeinden zum Zusammenleben beitragen und für alle, die haupt- und ehrenamtlich im Dienst an den Menschen wirken. Du Gott des Lebens, wir beten für unser Land Tirol und alle Menschen, die hier leben und arbeiten, für alle, denen Verantwortung für das Allgemeinwohl anvertraut ist, für alle, die sich für soziale Gerechtigkeit, Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Du Gott des Lebens, wir beten für alle, die im Berufsleben Erfüllung finden, für alle, die unter ihren Arbeitsbedingungen leiden, für alle, die sich vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes fürchten und die angesichts der sozialen Spannungen, Krisen und Umbrüche Angst haben vor der Zukunft. O Gott des Lebens, wir beten für alle, die arbeitslos und auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind, für alle Familien, die in finanziellen Notlagen sind, für alle, deren Talente und Tun oft unbeachtet und ohne Würdigung bleibt. Du Gott des Lebens, wir beten für die klösterliche Gemeinschaft unseres Stiftes, für alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für alle, die diese feierlichen Tage vorbereitet und gestaltet haben, für alle, die der klösterlichen Gemeinschaft menschlich verbunden sind und sie vielfältig unterstützen. Du Gott des Lebens, wir beten für alle jungen Menschen, die in Stams zur Schule gehen und die hier ihre Ausbildung machen und sie begleiten. Für alle, die Kirche und Kloster zu Gebet, Gottesdienst und Besinnung aufsuchen und für die hier anwesenden Gemeinden. Du Gott des Lebens, wir beten für alle Vereinsamten, Kranken und Leidenden, für die Opfer der Naturkatastrophen dieses Sommers, für alle, die vor dem Nichts ihrer Existenz stehen und für alle, die um ihre Verstorbenen trauern. O Gott des Lebens, wir bitten dich, ewiger Gott, wir danken dir für deinen Segen in der langen Geschichte dieses Stiftes und für das Wirken unzähliger Menschen von Generation zu Generation. Bewahre seine Gemeinschaft in deinem Segen.
Alle Zeit ist in deinen Händen. Deine Gnade komme unserem Bemühen zuvor und begleite unser Tun. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Betet, dass unser Opfer angenommen werde von Gott, dem allmächtigen Vater. Der Herr nehme das Opfer an, zum Lob und Ruhm seines Namens, für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, unser Gott, nimm die Gebete und die Gaben deiner Kirche an und was jeder Einzelne zur Ehre deines Namens darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater, im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn, Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten, und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist der Heilige, der große Gott. Du bist der Quell allen Lebens und aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Hermann und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Benedikt von Nursia und dem heiligen Bernhard von Clairvaux und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir gefestigt im Glauben und voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau vielmehr auf unser aller guten Willen. Schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seht den Leib Jesu Christi, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die wir zum Mahl des Lammes geladen sind. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares zugegen bist. Ich liebe dich über alles. Meine Seele sehnt sich nach dir. Da ich dich jetzt im Sakrament des Altares nicht empfangen kann, so komm bitte geistigerweise zu mir und in Wohnung in meinem Herzen. Ich umfange dich und vereinige mich mit dir. In tiefster Ehrfurcht bete ich dich an. Jesus, sei mir Jesus, sei du mein Licht, meine Kraft, mein Heil, mein Frieden. Segne mich und alle, die ich im Herzen trage. Halte mich fest und lass mich niemals von dir scheiden. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Maria, Frau der heiligen Eucharistie, lehre mich, Jesus zu lieben und für ihn zu leben wie du. Amen.
Hohe Geistlichkeit, hochwürdiger Herr Prälat, lieber Abt Germann, vorab danke für die feierliche Messe. Liebe Ehrengäste, liebe Festgäste, auch von meiner Seite her im Namen der Gemeinde Stams herzlich willkommen hier in Stams in der Basilika. Besonders begrüßen möchte ich unseren Altlandeshauptmann Dr. Herwig van Staar. Lieber Herwig, herzlich willkommen. Weiters möchte ich begrüßen alle Bürgermeister des Planungsverbandes, der Bürgermeister von Silz, der Bürgermeister von Mölz, von Mirming und der Bürgermeister von Obsteig mit Gattinnen. Es freut mich natürlich auch, dass der dritte Bürgermeister aus unserer Partnergemeinde Kreisheim anwesend ist und in diesem Zuge bitte Bürgermeisterkollegen Schau die besten Genesungswünsche zu überbringen. Weiters herzlich willkommen unsere Altbürgermeister von Stams, Bürgermeister Franz Gallop und Bürgermeister Ingenieur Franz Brandl mit Gattinnen herzlich willkommen. Auch immer ein gern gesehener Gast, Bürgermeister aus AD, aus unserer Partnergemeinde Kreisheim, lieber Franz Oppel, herzlich willkommen mit Gattin Irmgard. Weiters natürlich auch ein Willkommen allen Abordnungen, allen Vereinen. Die Abordnungen und Vereine aus Mölz, aus Obsteig und vor allem aus meiner Gemeinde aus Stams, wo ich mich besonders bedanken möchte, weil ihr seid doch jetzt schon zwei Tage, also gestern und heute, im Einsatz. Auch danke dem Chor für die Gestaltung dieser Messe. Und es sei allen und jeder sei herzlich willkommen und allen natürlich gedankt. 750 Jahre Stift Stams. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Geschichte eingehen, das hat unser Prälat oder gestern auch Altlandeshauptmann Herbert von Staar eingehend gemacht. 750 Jahre, der 750. Geburtstag, kann man so sagen. Ja, was nimmt man da mit, was bringt man da? Symbolisch, lieber Abt Germann, möchte ich dir heute etwas überreichen. Die Unterstützung über das ganze Planungsjahr hattest du ja für unsere Gemeinden, auch die ein oder andere Zuwendung über den Bankwege hast du ja auch erhalten, aber man kann doch nicht mit leeren Händen heute kommen und symbolisch möchte ich dir etwas überreichen. Abt Germann, wie du dir gut erinnern kannst, zu deinem 70. Geburtstag haben wir dir ja ein Buch überreichen können, wo ja über deine Jahre als Abt die ganzen Abbildungen bzw. Zeitungsartikel dementsprechend gesammelt wurden. Und es hat sich unser Chronist, Professor Magister Helmut Hörmer, wieder die Arbeit angetan, und da möchte ich dir, lieber Helmut, auch Danke sagen, wieder angetan, um diesen Band etwas zu füllen. Und deine Vorgänger dementsprechend auch in diesen Büchern dementsprechend in Erinnerung zu halten. Ein Buch über Abt Bernhard und ein Buch über Abt Josef. Lieber Abt Germann, dies symbolisch dir zu überreichen und noch auf viele weitere gute Jahre unseres Stiftstammses. Dankeschön.
Liebes Festpublikum, ich darf an dieser Stelle den unmittelbaren Festablauf jetzt gleich bekannt geben. Im Anschluss an das Schlussgebet und den Schlusssegen stellen sich die uniformierten Vereine und Fahnenabordnungen zur Ehrensalve für den Zelebranten, für Abgermann Erd, vor dem Stift auf. Nach dem Abfeuern der Ehrensalve ist Gelegenheit zum gemeinsamen Mittagessen und die weitere Festfolge wird dann vor jeweils zeitgerecht angesagt und ist auch am Infoschalter bei der Pforte ersichtlich. Vielen Dank. Ja, in diesen Büchern hier, da wird Zeitliches festgehalten. Das Zeitliche, wir wissen es, es ist vergänglich, aber es ist doch sehr wesentlich für uns. Darin leben wir und das Zeitliche sollen wir gut gestalten, immer mit dem Blick hin auf den Ewigen. Nicht? Wir sagen ja, hinter allem Zeitlichen steht der Ewige und so kann uns dieses Zeitliche helfen, immer mehr auch nach dem Ewigen Ausschau zu halten und das Ewige schon mit hereinzunehmen in unser Leben und von dieser Perspektive aus das Leben gestalten. Vergelt's Gott. Zum Abschluss wollen wir beten. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du erneuerst uns durch deine Sakramente. Gewähre uns deine Hilfe und mache das Werk der Lösung, das wir gefeiert haben, auch in unserem klösterlichen Leben wirksam. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unser Herrn. Amen. Ich sage euch allen ein herzliches Vergelt's Gott für die andächtige Mitfeier dieses Gottesdienstes. Möge viel Gnade davon ausgehen für die würdige Gestaltung. Danke auch den Zuschauern über KTV und Radio Maria, die jetzt in dieser Stunde mit uns verbunden waren. Und so sind wir eine große Gemeinschaft, die einander begegnen aus dem Glauben. Und dass wir da in diesen Glauben immer wieder neu hineinwachsen, wollen wir jetzt den Segen Gottes erbitten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von meinem Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. So segne euch und alle, mit denen wir in dieser Stunde im Gebet verbunden sind, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.